Hallo liebe Tischtennis-Freunde, heute gibt es ein neues Video. Mit dabei der Seraphim und sein kleiner Bruder, wie ihr kennen könnt. Mein Name ist Björn Stelting, ich bin professioneller Tischtennistrainer und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es darum, wie man denn gut trainieren kann mit Leuten, die noch ganz klein sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen kleinen Bruder hat oder Kinder, die vielleicht noch jünger als 10 Jahre alt sind. Hier, Seraphims Bruder zum Beispiel ist erst 4. Angefangen mit dem Koordinationstraining, seht ihr hier den Kleinen beim Bälle sammeln, macht den meisten Kids Spaß und hilft sogar bei sie was fürs Tischtennis, ne? Zielgenauigkeit in dem Rohr, was hier gleich groß ist wie der Ball, nur minimal größer, ist gar nicht mal so einfach und deshalb braucht er hier auch noch beide Hände und wir fangen an mit Aufschlagtraining. Aufschlag ist ein unterschätzter Schlag, wie schwer das wirklich für kleinere Kids ist, dadurch, dass man den Ball halt mit der linken Hand hochwerfen und dann schließlich eine Luft treffen muss und der einmal auf der einen und einmal auf der anderen Seite aufspringen muss, ist für die meisten Kinder gar nicht so einfach am Anfang. Deshalb, wenn ihr da als Trainer tätig seid oder ein Kind habt und dem Tischtennis beibringen wollt, geduldig sein, was das Thema Aufschlag betrifft. Ne? Wenn da ein paar Fehler passieren, ist es gar nicht schlimm. Und wenn es die erste Stunde oder die ersten Stunden nicht so klappt, kein Problem, einfach üben. Übung macht den Meister und irgendwann klappt es dann. Für einen Vierjährigen macht er das schon sehr, sehr gut. Genau, da hat es auf jeden Fall gesehen. Der Junge hat ein bisschen Talent. Tischtennis wäre, denke ich, ein guter Sport für ihn. Und ja, war es jetzt das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, dass er hier bei uns in der Halle war. Seraphim hat mir nur erzählt, er trainiert zu Hause mit ihm schon ganz gut. Und ja, jetzt haben wir als nächstes mal hier so ein kleines Ziel hingelegt, um das Ganze ein bisschen zu tunen, dass die Aufgabe quasi gleiche bleibt, aber ein bisschen schwieriger wird. Und ja, eben den Ring getroffen, war super. Genau, und jetzt gehen wir hier zum Spielen. Wir fangen mal direkt an mit einem Ball Rückhand, einem Ball Vorhand, dass man beide Seiten kennt und dass dieser Wechsel auch klappt. Wie ihr seht, trifft er hier schon ein paar Bälle ganz gut. Ist natürlich nicht so einfach. Er kann schon über den Tisch drüber schauen, aber ist noch ziemlich klein, aber macht er gut. Und ja, da ist es natürlich erstmal wichtig, dass man viele, viele Wiederholungen macht, um ein gutes Gefühl für den Ball zu bekommen. Und da eine gewisse Sicherheit reinzukriegen. Also wenn jetzt ein Vierjähriger mit einem Fünfjährigen spielt, ist es meistens nicht so effektiv. Und ja, als Gruppentraining würde ich da eher koordinative Sachen viel machen und empfehlen. Und das hinzubekommen, dass die sinnvoll zusammen trainieren zu können, ist gar nicht so einfach. Und wenn man hier einen Trainer hat, wie es in dem Fall ist, ist natürlich das Optimale. So, jetzt fangen wir an mit bisschen Peinarbeit. Vorhand aus der Ecke und Vorhand aus der Mitte. Ja, für den Kleinen sind das schon ganz schön viele Schritte, die er machen muss. Der Schläger ist oben, ist schon mal gut und er trifft die Bälle auch ziemlich oft. Was da wichtig ist als Trainer, dass man den Ball wirklich genau zuspielt, ja. Also nicht irgendwie ja, einmal da, sondern so, dass das Kind erstmal die Möglichkeit hat, auch einen Ball zurückzuspielen. Und was ich auch mache, ich spiele den Ball indirekt ein, also als Aufschlag, dann sieht man halt länger, wie er fliegt und kriegt da ein besseres Gefühl dafür. Wenn ich den direkt einspiele, ist eher für bessere Spieler geeignet, da das Kind ja auch die Ballflugbahn und so weiter erstmal erkennen muss. Und natürlich ebenfalls entscheidend, den Ball langsam zuzuspielen, das passende Tempo zu finden. Ja? Wenn ich den Ball jetzt zu schnell einspiele und der Ball hat ein gewisses Tempo, ist natürlich ein bisschen schwierig. Von der Frequenz her bin ich hier schon gar nicht so langsam, ich spiele 1, 2 immer ein, aber das hat er auch schon ganz gut hinbekommen. So, jetzt machen wir nochmal hier eine kleine Übung, was wichtig ist bei Kindern, die haben Bewegungsdrang, die müssen sich halt bewegen und Tischtennis ist natürlich ein toller Sport, wo Athletik sehr wichtig ist und man sich auch voll auspowern kann, aber ganz am Anfang, wenn man wenig Bälle trifft, ist es noch nicht ganz so körperlich anstrengend, gerade für motivierte sportliche Kids und deshalb würde ich immer probieren, ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. So ist man auch abseits vom Schlagen sich bewegen muss. Hier jetzt einfach in dem Fall, bis sie um den Balleimerständer drum laufen und er spielt dann quasi auch den Ball aus der Bewegung schon, also er kommt und ich spiele den Ball ein, so ist er aus der Bewegung lernen muss zu spielen, wie es dann auch im Wettkampf der Fall ist. Ne? Man spielt nicht aus dem Stand, sondern man muss sich erstmal zum Ball hinbewegen.
sind die meisten ja begeistert, wenn man sowas bei sie macht mit den Kids. Und genau, gibt es natürlich viele Varianten. Kann man auch Sidesteps machen zur Umrandung, die kurz anfassen und dann den nächsten Ball spielen. Das mit der Kiste war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Okay, letzte Sache, die ich mal kurz zeige. Im Optimalfall kann man da Matten nehmen. Da ist es jetzt nicht so gefährlich wie in dem Fall hier. Es war jetzt nur so ein paar Bälle, wo ich ihn auch genau platziere. Habe ich so einen Step hingestellt, um ihn halt größer zu machen. Ne? In Japan, die haben Tische, die kleiner sind als die unseren für die Kinder. Also nicht kleiner, sondern flacher. In Deutschland haben wir es nicht so oft, deswegen muss man nicht irgendwie helfen und kann zum Beispiel, wenn man Matten hat, diese hinlegen. Habe auch schon gehört von jemandem, der einen Tisch abgesägt hat, aber natürlich hat nicht jeder von euch die Möglichkeit, einen Tisch abzusägen. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.